willkommen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder zu einem weiteren Pinguin-Schlachtsimulator. Einen wunderschönen gemeinsam mit Deko. Einen wunderschönen guten Rice Muchachos. Da sind wir wieder am Stissel. Und hier sehen wir schon die erste Ausbeute unseres letzten Abenteuers. Wie schnell er gewachsen ist, oder? Aus zwei Pinguinen macht drei. Was haben wir hier? Ein Männchen. Schade, ey. Ein Männchen, ja, wir brauchen eigentlich, also Weibchen wären besser, aber. Ja, gut. Hätten wir sofort wieder durchstarten können. Das wäre richtig, richtig schön gewesen. Wo ist denn jetzt mein. Wo ist mein Otter hin? Stimmt, wo ist dein Otto? Otter von bis. Hier ist er. Okay, hast du ihn? Okay. Ja, in der letzten Folge waren wir ein wenig im Norden unterwegs und haben da ein paar Sachen erledigt, haben auch ein bisschen gelootet. Lief eigentlich alles ganz gut. Am Ende haben wir fast nochmal alles verloren, aber. Am Ende hat es gereicht, so, ne? Sagen wir mal so, am Ende hat es gereicht. Wir sind lebendig angekommen, genauso wie unsere Pinguine. Unsere Pelagorne sind auch heil geblieben. Ja. Also eigentlich muss man sagen, alles erfolgreich. Gewollt. Ja. Und jetzt brauchen wir. Ja, ja. Wir brauchen Stein, wir brauchen ganz viel Stein. Brauchen wir tatsächlich. Ich wollte mal. Oh, da ist ein grüner Drop, da schaue ich mal gerade hin. Ja, nimm mal mich mit hier. Mit dem Duedikus hier, bitte. Nehmen Sie mich mit, hallo! Hä? Ich bin doch gerade auf dem Pelagordes hier. Ach so, auf dem. Oh, okay. Das Ding ist einfach eine richtige Ente, ey. Okay, warte, wo Argentavis, wo? Ich glaube, oben beide. Ich höre einen. Ja, sind beide oben, ja. Wie schaut's denn jetzt eigentlich aus mit dem Haus? Also, es sieht nur noch so ein bisschen bunkermäßig aus. Was hast du da jetzt vor? Ich will jetzt das Stockwerk, dieses hier, will ich zwei Dinger hoch machen. Mhm. Will da dann den Balkon neu bauen und will da oben drauf ein Spitzdach machen. Ein Spitzdach? Ja. Aus Holz oder Stein? Aus Holz. Dachte ich, für Schönigkeit. Mhm. Soweit der Plan. Einmal bitte mitnehmen hier, dankeschön. Auch wenn ich in der letzten Ecke hocke. Mal sagen, Alter, richtig. Machst du ein bisschen Platz da, oder? Ich hab Babykaka gegriffen. Irgendwie kannst du mich nicht mitnehmen, ne? Krieg dich aus der Ecke nicht raus. Na, dann nimm mal den Lachscho so mit. Nee, Es ist, also ich weiß nicht, ob es daran lag, oder... Ah, ja. Okay. Doch, hä? Wie, ja. Hast du ihn? Ja. Ja. Komm nach oben. Irgendwie den grünen Drop wollte ich eigentlich holen, Alter. Ja, kann ich ja holen. Wo ist denn der grüne Drop? Im Wasser. Im See. Ah, okay. Ja, kann ich ja eben kurz hier holen. Aber grün? Ist grün geil? Nee, ne? Grün ist ja eigentlich Schmutz. Mal so, ne? Also meistens Schmutz. Kommen wir wieder zu den Piranhas. Ja, ich geh nochmal ganz schnell runter. Ich habe noch das Polymer hier in meiner Tasche. 98 Öl, man nimmt ihn. Aha, also doch gar nicht so Müll. Nee, es geht schlechter, sagen wir mal so. Zack, Wolge, organisches Polymer, Pelagornis, Argentavis. Ja, hast du. Nein. Was habe ich? Hast du überhaupt Polymer gesammelt? Was haben Sie mich gefragt? Ja und ja, Alter. Doch, ich habe Polymer gesammelt. Wieso? Das haben wir nur nicht in den Kühlschrank gehauen, ne? Müssen wir mal schnell machen. Ich habe es jetzt gerade gemacht, aber deswegen. Also ich konnte nur das ziehen, was ich gesammelt habe. Und dann waren, ich glaube, in dem anderen Agentavis waren 160 Polymer. Ja, ich glaube, ja, 160 passt aber auch ungefähr. Nee, das kann nicht sein. Ich habe ja schon mit zwei Babys, habe ich ja schon jeweils 130, also 260. Da müsste ich eigentlich ungefähr 300 gesammelt haben. Ungefähr. Einmal wieder mitnehmen. Also nutzt auf jeden Fall mehr. Der Produktive auf jeden Fall, der produktive Marvin. Geil wäre es auch, wenn hier einfach ein Höhlenangang wäre, oder? Da? Ist da einer? Nee, schade. Doch, zu schön. Kannst du noch ein bisschen was mitnehmen? Nicht auf dem Boden, nicht auf dem Boden. Nicht auf dem Boden. Okay, dankeschön. Ja, mehr, Digga, mehr. Bist du fast overweight? Yeah. Ja. Ja! Warte, ich schmeiß mal ein bisschen weg. Ich zieh dich richtig durch den Boden durch, ey. Ja, wir haben schon 6000. Ja, mehr Stein! Bam! Ja, mehr. Ja! Digga, wir sind richtige Landschaftsgärtner, weil wir das so schön machen hier. Und die ganzen dicken Steine weg. Ja, links und rechts. Noch?
Ja, geht immer noch ein bisschen was. Jetzt okay, fürs Protokoll. Werden. Wir haben jetzt 11.000. Das ist doch ganz angenehm, perfekt, oder? Perfekt, geil, ja. Wie viel Flint ist dabei? Nichts. Gar nichts. Null. Also wir bekommen nur Stein, wirklich nur. Alter, kranker Scheiß, okay. Ja gut, 11.000 Stein ist aber schon sehr nice. Da können wir jetzt auch wieder ein bisschen bauen. 11.000 ist 11.000, ne? Ja. Wie viel Damage machen wir? Ich würde mal gerne da unten so einen kleinen Lacho angreifen. Oh, Digga, 300 ist aber auch gar nicht so schwach, oder? Dafür, dass das nur der Weakling ist hier? Ja, der geht aber auch auf Angriffsschaden. Level 97 halt auch nur, ne? Bam! Bam! Klatschi weg. Geht auch. Okay. Willst du hier oben bleiben, oder? Ja, wenn du Scheiße da ziehen kannst. Hier versuchen oben. Wir einfach mal, oder? Ja, also ich kann mich hier nicht bewegen, ne? Er kann sich auf jeden Fall null bewegen mehr. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Nein. Otter von Bismarck! Nein! So, ich habe übrigens 98 Öl, 16 Pfeile und ein bisschen Fleisch bekommen. Im grünen Drop, gerade also, wegen dem Öl ist das in Ordnung. Öl ist gut. Wie schaut es eigentlich aus mit dem Industriezerkleinerer? Können wir da so langsam rein? Weil Öl bekommen wir ja gerade auch immer wieder durch kleine Drops. Ne? Kristall brauchen wir wahrscheinlich noch. Aber da brauchen wir auch 2000 oder irgendwie sowas. Das ich sollte aber mit einer Fuhre funktionieren. Ich schau mal eben, Zerkleinerer. Wie heißt das nochmal auf Englisch? Grinder, dankeschön. Mit einem Grinder kennt sich Deke aus. Hallo. Ja. Wir haben 600 Öl, das könnte mal ein Problem. Cementing Paste fehlt uns 440 und Öl 313. Das heißt, ja. Cementing Paste mache ich mal. Ich versuche einfach mal 400. 400, ja, wird hergestellt. Und jetzt brauchen wir nur noch Kristall und Öl, ne? Alter, dann hätten wir alles. Geil. Und dann können wir endlich anfangen, die ganze Scheiße zu zerkleinern, die wir haben. Obwohl, wir haben gar nicht so viel, oder? Ich, wir können tatsächlich den Duedicus ziehen von hier. Geil, dann ziehen wir die ganze Scheiße runter da. Alles sehr schön. Sie. Wollen wir mal wieder in irgendeine Höhle gehen auch? Also gerade ich hätte mega Bock auf eine Höhle, ja. Ich weiß aber nicht, wo hier jetzt irgendwie eine sein kann. Wir könnten nur mal wieder in unsere Höhle. Und da könnten wir die Sachen hier ablegen, Deko. Ohne Dinos oder was? Ja, wir könnten alles hier ablegen. Warte, ich kann hier mal alles hier in den zweiten Jürgen. Ah, irgendwo. Weil wir haben doch unsere starken Raptoren noch. Vielleicht sind die ja immer noch gut. Dann könnten wir da einfach mit denen reingehen, weißt du? Ja. Ich kann mal kurz schauen, ob das logisch klingt. Nee, die sind da nicht mehr gut. Ja, das wissen wir ja nicht. Also alle anderen Dinos sind nicht mehr gut. Ich würde das einfach mal waren wir nicht sogar schon mal mit den Raptoren wieder unterwegs und nach dem Scheiß und die waren scheiße dann? Ich bin nicht so weiß, was ich bin. Ich bin bei der Meinung schon. Was ich mich gerade frage, ist, wie wir Kristall holen. Also ob Kristall mit Doedicus ist oder mit Ankylo. Achso, ich erlebe die ganzen Dinos eigentlich nur. Digga, die haben die ganze Zeit nichts zu essen. Ja, aber der ist bestimmt mal irgendwas, das angreift oder irgendwie so. Geht's euch gut? Nee, die haben echt noch ein bisschen Intos hier. Läuft bei denen. Digga, Level 242. Ich teste mal eben, was sie so an Damagio machen, ja? Ja. Ja, wir haben, by the way, 1800, 2600, 3300, ja, fast 4000 Metallbarren noch in den Öfen drin. 4000, okay, das ist viel. Also allein das reicht schon für den Refiner. Ich renne sofort mit dem Raptor auch in die Höhle rein, ne? Meine ich. Ja. Dann mache ich nichts, nehme ich an. Doch, du kannst gerne nachkommen. Wenn es gut ist. Oh, das ist einfach nice, ey. Und dann könnte ich natürlich auch ein bisschen Chitin farmen da drin, ne? Das wäre auch gar nicht so schlecht. Aber ich habe sonst nichts dabei. Natürlich geiler, wenn wir einen Frosch da hätten, der Zement ballern kann da, ne? Aber gibt es viele Insekten da drin? Nö, ne? Also, die Spinnen? Geht das mit Spinnen? Die Anthroposophas? Ich weiß nicht, ob das mit. Es sind ja Insekten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber. In der Theorie her sind es Insekten. Ich hoffe, ich gehe nicht drauf. Erster Drop. Wir haben. Das ist die Karottensamen, ja. Wir haben Carbonemi-Sattel. Überragend. Ja, Schmutz. Weiter geht's.
Aber ein Sattel, ist ich das finde... nicht, das ist doch Carbonium, ist doch unsere Schildkröte, oder nicht? Stimmt, eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Holy fuck! Was ist das für einer? Oh mein Gott! Okay, vielleicht, Der ist tot. Nee, ich lebe noch. Noch, sage ich. Aber wie bringst du jetzt eigentlich die Sachen, die du da jetzt geil aus der Hülle rausholst, hierher? Die bringe ich erstmal ganz normal in die Basis. Und von der Basis können wir dann ja irgendwann so einmal mit dem Agi rüber und den ganzen Bums abholen. Müsste also, dann wahrscheinlich so machen, ja. Wäre so der einzige Shit. Aber hier ist richtig, richtig terz, ey. Also ich würde mich, glaube ich, und wohler fühlen, wenn du auch noch herkommst. Alter. Würde gerne wissen, ob das mit dem Frosch funktioniert. Ja, dann komm einfach mit dem Frosch. Wir haben auch einen Frosch da. Ja. Ach so, stimmt. Wir haben einen Digga, Frosch da. Digga, sind... Ey, oh, Alter! Digga, sind... Ne. Ich könnte zwar kämpfen, aber es wäre, glaube ich, zu krank, ey. Nein, ich bin abgestiegen. Nein! Das sind 500 Spinnen, die an meinen Eiern wollen. Ich warte hier auf dich. Ich renne nochmal zurück. Renn vielleicht nochmal in eine andere Richtung. Du kannst Schnellreise machen, direkt auf... Ja, ins Frosch draufbringen und dann, ich mach nur 6 Steinwände, stell dich auf. Oh, ich hab richtig Angst in meiner Hose gerade, ey. Okay. Jetzt brauche ich hier einen eigenen Schrank. Wo ist mein privater Schrank? Das war Marvins privater Schrank. Oh mein Gott. Hier habe ich meinen privaten Kiten! Schrank. Kiten! Kiten, Kiten, Kiten! Okay, Bett. Digga, soll aufhören, die ganze Scheiße aufzufressen! Schnellreise. Ja. Ich bin getravelt. Sehr schön. Ich travelte, könnte man sagen. By the way, waren hier nicht noch ein paar Sachen? Jetzt ziehe ich mir noch ein bisschen Rüstung an. 64 Kristall, auch nicht schlecht. Boah, ich weiß nicht, wo der Hannes ist mit Ernteeinstellung. Oha. Erkläre, ja. Okay. Er greift nämlich alle Tiere an hier. Er macht's immer noch, ne? Du bist so ein Jürgen. Oh. 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 Und bewegt deinen Zuckerarsch, Deko. Okay, ja, ich habe noch eine Rüstung angezogen, was ich gefunden habe. Und jetzt komme ich eiskalt. Cruella de Vil, wo ist unser Frosch? Ja, ich bin eiskalt nackt hier. Froggy. Der ist wahrscheinlich Level 3 oder so, aber... Egal. Froggy ist Level 15, Alter. Lebenswahrscheinlichkeit 6 Minuten. Wenn überhaupt, Alter. Falls hier schon wieder irgendwelche Viecher hinter dir gespawnt sind. Und ich einfach instantly in den ersten Sekunden schon sterbe. Kiten, Digga. Kite, ich kite sie alle weg. Ich hab den Eingang zur Höhle. Okay, ich komm rein, ne? Ja. Wo bist du? Siehst du die ganzen Damage-Zahlen nicht, Digga? Noch nicht. Alter, die machen aber langsam auch ein bisschen Damage, ne? Die kleinen Lümmel. Puh, ich bin unten rechts lang übrigens, Deko, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Ah, Froggy, da sehe ich dich. Ah, da ist schon wieder einer, okay. Da sehe ich Damage-Zahlen. Rechts hier lang, liegen, sagst du? Hier liegen auch schon ein paar Leichen. Hast du, den Drop hast du, da war der Scheiß drin, ne? Ja, den habe ich. Oh fuck, ich habe eine Spinne hier. Ja, warte, ich komme. Alter, hier sind viele Spinnen. Echt? Ja. Bist du auch unten dann rechts lang gegangen oder wo ja, bist du lang gegangen? Ich. Wie kann denn da was sein? Sind die echt schon wieder gerespawnt? Und du bist Scorpius, also ich bin. Oh oh. Nee, du bist. Marvin! Digga, wo bist du denn lang gegangen? Rechts, Junge! Ja, wahrscheinlich bist du einfach links lang gegangen und ich bin links, zu, Alter! Ich bin links lang gegangen. Ey. Ich bin links lang gegangen. Ey, Digga, Marvin, ey. Ja, das kannst du keinem erzählen, Alter. Das kannst du echt keinem erzählen. Los, friss! Friss! 21 Chitinas bekommen. Ja, ist ja auch zu broke, ne? Muss man einfach mal dazu sagen. Friss!
Ja, kein Zement leider. Aber gibt es hier irgendwelche Libellen ab und zu? Nee. Also hier in der Höhle nicht. Hey, gab ich es hier raus, noch was? Ne? Mit dem Frosch? Eigentlich schon, ja. Bisschen senseless sonst. Scheiße, ey. Es wäre so geil gewesen, wenn man einfach nur irgendwelche Insekten abbauen müssen damit. Um Zement zu kriegen. Ich wundere mich gerade, wo der High-Level Carbo-Sattel ist, also der Schildkrötensattel. Also einen hatten wir auf jeden Fall schon. Ich dachte, ich hätte ihn hier in der Base gelassen, aber... Hab ich ihn ist er da nicht? Gesehen. Ich habe ihn zumindest nicht gesehen, ne. Ein paar Sachen habe ich gesehen, aber den Sattel nicht. Digga, das sind so viele Viecher, ey. Sonst schnappt ihr gerne irgendwie den Raptor und mach irgendwie Mitattacke oder so. Aber wir haben doch da jetzt schon alles. Da ist doch nur ein Drop drin, oder nicht? Ja, war da echt nur ein Drop drin? Stimmt, es könnte sein, dass aber nur... Aber warum ist das eigentlich... Nee, war nicht links und rechts ein Drop? Stimmt, also es waren auf jeden Fall zwei. Aber da, also der Drop rechts... Direkt am Anfang wäre da, wo wir jetzt gerade gefightet haben. Komisch, auf der Ebene, wo du mich getroffen hast, da war der eigentlich der Drop rechts. Ja. Aber da war nix. Ja, was hat denn der für eine Dauer, bis der Lachs wieder da ist, ey? Ich würde noch mal ein bisschen reingehen. Potata. Oder oben ist ein blauer Drop. Kann man irgendwas zum Fliegen noch hier? Digga, das ist so ein Kampf hier, Alter! Ich hole mir den blauen Drop. Ja, das ist so gefährlich hier drin, ne? Aber mit einem Raptor. Ja, ich habe nur Angst, dass ich irgendwann hier in Ohnmacht falle, also der Raptor. Genommenheit hat er 225. Ich weiß nicht, ob der full genommen sein muss, bis er dann einschläft. Oder ob irgendwie so ein bisschen reicht, weißt du? Das ist so meine große Angst. Aber die Leute haben gesagt... Aha, ja. Hier haben wir noch einen. Ist das hier noch ein Exploration gefunden? Oh, Leech. Oh ja, hallo. Oh, warum ist hier ein Terzi, bitte? Oh, welches Level ist der Terzi? Ich habe kein Fernglas dabei, natürlich nicht. Aber dann hau ich jetzt wieder ab, oder? Jetzt hab ich hier so zwei Dinger. Nein! 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 Ey! Ja? Der Drop ist vor meinen Augen verschwunden. Ich habe mich gerade an den beiden Terzis vorbeigeschlichen. Ich stand genau am Drop dran, er löst sich auf. Ey. Ja und. Ja. Digga, wozu bin ich jetzt hier rübergekommen, Alter? Das war richtig nutzlos jetzt. Nee, ich hau jetzt auch ab. Ich habe jetzt zumindest. Wie viel Chitin? 700 ist jetzt nicht ganz so viel, ne? Ein bisschen Leder noch. Aber ein paar Sättel, die wir vernichten können. Nochmal ein. Manta-Sattel, Digga, der wird auch nichts bringen. Ein Lederhemd. Manta. Mit Leder bringen. Aber ich habe das Gefühl, dass die Qualität in den Höhlen Schmutz ist. Hatschi. Kompletter Schmutz. Ja, wir müssen das nochmal irgendwie hochdrehen, die Qualität in den Drops. Wir hatten bisher nur grüne Drops. Oh, hier ist noch einer. Oh, yeah, baby. Dann gibt es hier drei Stück. Iguanodon-Sattel. Hyänodon-Sattel. Das ja, Fleisch. Da ist Fleisch drin, also Fleisch kann ich gebrauchen, ne, aber... Und ein Sarko-Sattel. Boah. Oh. Aber ey... Ulmo-Scorpius-Sattel haben wir hier auch noch. Wir haben eiskalt ein Sattel und Fleisch. Ich hab Fleisch drin gehabt. In dem Job. Fleisch. What the fuck, Alter? Nee. Also diese Höhle ist vielleicht auch einfach. Es ist wahrscheinlich eine Anfängerhöhle, ja. Genau, und deswegen ist da eben nur Schmutz drin. Wir müssen die anderen Höhlen kennenlernen. Und da am besten dann auch mit so einem krassen... Ich bin, by the way, soeben wieder abgetravelt. Predator. Ja, dann würde ich sagen, schmeiß die ganze Kacke irgendwo da in eine Kiste. Bau vielleicht vorher nochmal... wahrscheinlich. Bau vielleicht vorher nochmal so einen Futtertrog für die ganzen Dinos, damit die da nicht abnippeln. Und dann verziehe ich mich auch von der Stelle. So, ich jump hier runter. Was wollte ich denn? Ich wollte noch irgendwas noch besorgen.
Zement kriegen wir. Hello there. Ach, Kristall wollen wir holen. 2000 Kristall brauchen wir, ja. Kristall ist halt hier auch auf dem Boden im See, ne? Ja, aber ich glaube, du kriegst viel mehr mit dem Ankylo. Ich glaube auch, ja. Duedicus. Wobei, ich kann nicht mit dem Ankylo. Ich versuche gleich mal mit dem Ankylo zu tauchen. Weil der ist wahrscheinlich scheiß langsam, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Ankylo unter Wasser schnell ist. Nee, glaube ich auch nicht. Duedicus meine ich. So, Papa also reißt jetzt Geräusche rüber. Hier, Futtertrog. S plus? Ja. Wie? Ach, wir brauchen Metall. Ach, leck meine Eier, jetzt muss ich hier noch irgendwo. Nee, das kannst du vergessen. Nö, ich reiß jetzt. Haben die ganzen Dinos noch genug Essen? Ah ja, passt schon irgendwie. So, ich habe beim neugeborenen Sohn auch erstmal Paarung aktiviert. Achso. Dann nein, wir Paarung jetzt, in zwei Minuten. Jetzt geht's los, ey. Ab jetzt wird's, jetzt ab jetzt wird's geht merkwürdig. Die Party ab hier, Alter. Digga, jetzt wird's merkwürdig, ey. Aber der Sohn ist Level 167. Das ist gut, das heißt, er hat das Level von dem Vater bekommen. Nee, von. Oder Mutter? Vom Vater? Er hat besseres Level. Besseres Level sogar, das geht? What the fuck? Ja, er war 5 Level höher als der Vater. Oder ist er jetzt schon einfach so gelevelt? Harry Otter. Nee, der war 165 und der Vater war 160. Okay, dann machen wir gleich mal ein bisschen Bunga Bunga, ne? Aber leider kann nur einer Bunga Bunga machen. Ja, wir brauchen mehr Frauen, Alter. Wir brauchen noch Mädels, ja. Wo sind die Frauen? Aber wir konnten ja auch nicht mehr mitnehmen. Leider, ja. Das war ja unser Problem. So, ich habe Radler, komm mal raus hier, setz dich auf den Duedicus. Der ist ja oben. Ich nehm dich mit. Oder fliegst du selber hoch? Was hast du denn gerade vor? Kristallfarben. Sollen wir beide losziehen? Einmal mit dem Ankylo und einmal mit dem Duedicus, weil wir kriegen ja eh nicht alles mit, weißt du? Über runterfällst du. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Weil Kristall ist, ich glaube, beim Duedicus nicht leichter und auch nicht, beim Ankylo. Ich versuche jetzt einmal mit dem Duedicus unter Wasser was zu holen. Unter Wasser? Ja. Okay. Just do it, do it. Do it. Habe ich da gerade einen Alpha-Raptor gesehen? Nee. Das war ein Iguanodon, richtig. Was ist das? Ja, hier haben wir einen weißen Drop. Hast du den schon gesehen da oben? Weißer Drop ist zwar richtig below, aber kommen wir. Gucken wir mal, was wir da haben. Du meinst ja, da gibt es häufig so Thatch-Sachen, ne? Digga, Narco-Berries. Bisschen Stoffsachen, aber nun gut, wir können die Sachen zerkleinern dann. Was geht mir denn für Stoffsachen? Fasern oder so ein Scheiß, ne? Richtig Schmutz, ey. Aber alles mitnehmen, ja? Ein geschenkten Gaul, Muchachos. Man schaut ihm ungern in sein Maul. Lol, ich sammle mit dem Duedicus nicht mal Kristall. Gar gut kein Kristall. Okay, das ist aber gut zu wissen. Dann ziehst du da wirklich nur Stein raus, ne? Ja. Krass, ey, okay. Mit dem Ankylo haben wir, glaube ich, aber Kristall auch bekommen, oder? Ja, ich suche jetzt gerade. Ich glaube, hier unten gab es auch irgendwo Kristall. Oh, ich habe hier einen Alpha-Raptor gefunden. Also, den Ankylo hast du dabei jetzt, oder was? Den habe ich dabei, ja. Ja, ich wollte mit dem auch nochmal unter Wasser gucken. So, Kristall und? Sag was Gutes. Also, 1065 Flint. Ist krank, ne? Krank, und ja. 180 Kristall so in relativ kurzer Zeit. Könnte also interessant werden. Aber wie viel Kristall ist da oben jetzt noch? Ich würde schon sagen, da ist noch einiges. Okay. Aber ich bin auch gleich da. Wie schwer ist Kristall? Sehr schwer. Also da ist doch... Also, boah, der hat... Also das kriegen wir locker. Locker hin. Aber nichtsdestotrotz ist das alles arschschwer, ey. Also wir brauchen auf jeden Fall dein Agi. Also es ist gut, dass du mit einem Agi auch nochmal hier bist. Natürlich, ich bin auch ein Profi. Und ich bin da. Dann würde ich dich aber mitnehmen. Und den Krallen. Also der Agi ist schon etwas vollgeballert, aber da kann natürlich noch viel mehr rein. Warte, ich kann aber eben was rüberziehen. Ich habe leider noch voll viel Zeug vom vorherigen Ausflug dabei. Ah, 2000 könnten wir sogar zusammen farmen jetzt hier. 46, Pull. Soll ich dich dranhängen oder was?
Ja, ich würde hier nochmal ein bisschen da machen, ein bisschen dies. Warte. Toll. Hä? Nein! Hier was rein. Hä? Ich bin gerade in dem Moment abgestiegen. Ach so, okay. Okay, versuch's nochmal. Obergeil. Ja, nehme ich. Ja. 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 Ich nehme immer nur einen Lachs mit, ne? Also mehr. Ja, mehr, mehr. Du bist wieder abgefallen. Oh, das ist overweight. Ich nehme wieder ein bisschen was rund. Hast du mich? Ja. Geil. Okay, wie schwer ist das so bei dir? Kannst du noch was? Ich bin fast overweight jetzt. Dann lass uns ein bisschen was in den anderen Agi reinballern. Jo. Warte, dann hau du mal weiter ab da. Ich zieh mal mit dem Agi hin. Ich kann ja hier rausbrüllen. Sonst je nachdem, wie es mit dem Gewicht ist, kann ich gleich noch was in meinem Agi dann mitnehmen. Bei den nächsten Fuhren hier. Oh ja, mehr. Mehr Kristall, Brudi. Ah, gibt es einen Dino, der auch sich auf Kristall spezialisiert hat nur? Nee, ne? Tatsächlich weiß ich das gar nicht. Die Muchachos wissen das vielleicht. Gib mal bitte Bescheid. Ich kann mir vorstellen, dass es einen gibt, aber ich wüsste jetzt, mir wird keiner einfallen. Vielleicht der Stachel? Nee. Stachelankylo? Den hatten wir noch nie, ne? Den Kentosaurus, oder wie der Lacho heißt. Na, ich glaube, das waren alle hier, ne? Ja. Stein wegwerfen wieder. Also allein hier haben wir jetzt 1000 Kristall gleich drin. Ich bin voll overweight. Okay, warte, das hier vielleicht noch weg. Immer noch? Ja. Shit, dann lass mich mal fallen. Und zieh ein bisschen was in den Agi rüber, wenn es geht. Also, ja. Vielleicht, ja, sind 600 Kilo nochmal an Kristall. Wenn es reinpasst, gib ihn. Teste das mal. Der eine Agi ist halb voll. Krass. Okay, ja, dann ein bisschen Kristall will ich noch mitnehmen. Wie viel haben wir jetzt insgesamt? In dem Agi drin, weißt du das ungefähr? Warte, kann ich nachschauen. Aber wir brauchen 2000. Kristall, wir haben 2700 fast. Ich habe auch noch 200 dabei, also wir haben jetzt 2800. Eigentlich reicht das, oder? Eigentlich reicht es an Kristall, ja. Ja, okay. Dann können wir noch mal ein bisschen Metall irgendwie hier mitnehmen und dann Abfahrt. Digga, ich sehe schon wieder nichts. Ich hau einfach mal hier rein. Digga, keine Ahnung, wo was ist, aber... Ich habe gerade... Echt, siehst du was? Hier ist, ja, ich sehe was. Digga, ich sehe nichts. Yeah. Das war ein Metallhaufen. Ja, da ist noch einer. Hier ist noch ein Metallhaufen. Ja, yeah, mehr los, Digga. 800 Metall auf einmal. Warte, ich kann wieder Stein wegschmeißen. So. Da ist noch ein Metallhaufen. Digga, der Stego umkreist unseren Adler. Ja. Links. Yes, baby. Oh, overweight. Oh, fuck. Dann gehe ich runter. Hol mir den anderen Agi und dann können wir loszwirbeln. Ab nach Hause. Kann man hier noch wieder Metall, Stein rausziehen? Der ist schon leer. Ne? An Stein, glaube ich. Ehrlich? Mhm. Aber haben wir jetzt denn alles? Ich habe aber 800 Steine im Agentavis. Ja, schmeiß raus in den Lacho. Aber nicht in meinem Agentavis, oder? Ist das noch deiner, den ich hier als Reichweite habe? Warte, 800. Ja, 832 war meiner. So, Muchachos, wir müssen leider gegen fast Ende der Folge nochmal reden. Es könnte nämlich sein, dass Ark ein bisschen reduziert wird, ja? Ich weiß, ihr habt euch schon dran gewöhnt, jeden Tag Ark, ihr freut euch, aber es tut mir leid, wir müssen mal ein bisschen runterschrauben. Oh mein Gott, Muchachos, oh mein Gott! Jeden zweiten Tag. Wir haben vor, die Idee war, das mit R6 auszugleichen sozusagen. Also R6 auszutauschen sogar. Oder auszutauschen. Derzeit kommt ja viermal in der Woche R6. Die das Slots heißt, übernimmt. Also wir hätten dadurch nur 3 Slots die Woche für Ark. Ihr könnt jetzt entscheiden, Muchachos. Wollt ihr, dass wir das so machen? Viermal R6, dreimal Ark? Oder wollt ihr lieber, dass wir tauschen? Viermal Ark, dreimal R6. Das ist jetzt so die Frage. Die große Entscheidung, die wir treffen müssen. Genau. Dann haben wir nämlich mehr Platz auch mal wieder für andere Formate. Einfach mal Random-Formate. Ja, oder auch mal wieder ein Pack-Opening vielleicht und so. Ich habe ja noch ein paar Pakete hier. Ja. Wenn es passt, gibt es ab und zu als Geschenk auch nochmal wieder vielleicht mehrere Folgen. Aber geplant ist dann erstmal, das ein bisschen zu reduzieren. Ja, also beruhigt bitte eure Nüsse, ja? Dankeschön. Exaktamente, hallo. Wir wollten das vorher ankündigen, bevor wir es einfach machen, ja? Genau. Wir lassen euch einmal akklimatisieren nach dem Schock. Und dann wird euch einfach euer Leben weggenommen. Ich glaube, Öl könnte jetzt noch problematisch werden. Warte.
Ja, Öl 313. Alter, 313? Oh, was machen wir da? Wir brauchen 600, ne? Ja. Nochmal 50 hier also durch. Also entweder wir müssen irgendwo an den Strand. Da, wo wir die Pelagornis getamed haben, habe ich auf jeden Fall einen von diesen Troglodyten gesehen. Ja. Allerdings halt auch nur einen. Oder wir müssen irgendwo nachschauen, wo wir Ölquellen finden unter Wasser. Stimmt, Ölquellen. Alter Schwede, ey. Das könnte noch brutal werden, Öl. Aber also ich weiß, dass es die gibt hier. Ich weiß aber nicht, wo. Das müssen wir noch suchen. So, gekochtes Hammfilet hier haben wir noch. Lecker, lecker Schmecker. So, Kristall erstmal rausgezogen. Stein, Doedicus, Argentavis, rausgezogen. Wie schaut's da oben aus? Was war noch? Kristall. Mit Metall, oder? Abriss-Ankylosaurus. 6000 Metall sind da drin? Alter Schwede, okay, aber die kann ich gleich auf die Öfen verteilen. Im Ei! Wir haben ein Kaiju-Ei! Kommen in Eiern? Also, wir haben wieder einen neuen Kaiju. Wieder männlich. Wir haben jetzt drei Männchen. Scheiße. Ein Weibchen. Digga, warum denn nur Männer? Scheiße, ey. Sie ist wieder bereit in 35 Minuten. Also, die gute Dame braucht noch ein bisschen. Aber ja, nur Männer leider. Und ein Ei haben wir noch dazu bekommen. Also, Eier sind, glaube ich, gar nicht so scheiße. Allein für Kibbel. Das lohnt sich da schon. Aber... ja, so ein Männerharem will ich nicht haben. Wir haben mit was anderem gerechnet eigentlich, ne? Ja, leider. Da müssen wir vielleicht mal die Fruchtbarkeitsgötter anbeten oder irgendwie sowas. So, ich habe hier jetzt das Metall einigermaßen verteilt. Haben wir noch genug Holz? In den Öfen ist noch Holz drin, ja. Nicht so unfassbar mega viel, aber... Das sollte erst mal passen, oder? Ja. Okay, dann sind hier, glaube ich, alle Dinos erstmal glücklich. Jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Aber ja, genau, das Problem ist nach wie vor Öl. Shit, Bro. Shit. Jede Zelle. Ich will nochmal die Schränke sortieren. Du hast ja extra Schränke gemacht, so jeder Schrank für eine Rohstoffart quasi. Ja. Ist eine ganz geile Sache eigentlich. Eigentlich, aber. Da haben wir nicht 2000 Kristall irgendwie in dem. Fabricator drin, sondern packen das alle in den Schrank und dann zieht man halt rüber, was man braucht. Wir haben aber auch nicht so viele Schränke, ne? Wir werden jetzt nicht für jede Ressource einen Schrank haben. Das wird leider nicht das so viele Schränke. Das ist aber das Ziel. Das muss das Ziel sein. Okay. Digga, dann richtig vollballern den Scheiß, sagst du? Ja. Warte, der hier ist zumindest schon mal leer gerade. Hier haben wir Stroh drin. Haben wir Stroh? Oh, fuck. Wer bist du denn, welche Hannes? Ziehen. Dann haben wir Fasern. Haben wir Fasern noch irgendwo rumliegen? Argentavis, ziehen. Oh. Smithy, Fabricator, ziehen. Und hier ist noch Stein. Stein könnte eng... Wobei, ne, wir haben gerade was mitgebracht. Ich wollte gerade sagen, Stein haben wir eigentlich en masse, Brudi. Also richtig, richtig viel. Wir haben 9000 Stein ungefähr. Das ist doch ganz gut. Geht doch, oder? Und in den Schrank packe ich jetzt erstmal hier Kristall rein. Alles. Okay. Haben wir ja ein bisschen mehr Ordnung habe ich jetzt gemacht. Ich bringe auch jetzt noch mal ein bisschen Holz wieder. Oh ja, wir brauchen einen Schrank für Holz. Ja, haben wir, den ganz linken. Ja, der war leer, da habe ich jetzt Kristall reingemacht. Oh shit. Aber da kann ich auch Holz reinmachen. Du kannst aus Biber Butzemann auch wieder was rausziehen. Digga, der sieht so geil aus, mein Turm. So ein richtiger Hexenturm, ey. So ein DNA-Strang-Hexenturm. Biber Butzemann ist noch nicht da, oder? Ja doch, hier. Zieh. Aber bitte... Da kannst du erstmal alles ziehen. Oh, was haben wir denn? Du kommst ja oben auch hier unten an die Sachen dran. Ja, warte mal. Muss da eigentlich gehen? Ist alles gezogen? Deko, ich habe hier noch ziemlich viel kranken Scheiß. Gehört das alles dir, was hier drin ist? Ja, ist alles Zeug, was ich aus den Drops gezogen habe, ja. Weil ich würde da ziemlich viel von kaputt machen. Also die ganzen Schneesachen nicht. Warte. Die ganze Rüstung nicht. Aber das, was ich jetzt im Inventar habe, das würde ich zerkleinern.
Was war da? Was ist in deinem Inventar? Da ist die Pike drin, eine Lederhose und einmal ein Terrorbird-Sattel. Das genau. Würde ich sagen, machen wir alles, mach alles platt. Wollen wir schon mal ein oder zwei Männer tot, schlachten, tot machen? Von den Pinguinen meinst du, oder was? Ja, ja. Weil so viele brauchen wir eigentlich, oder? 151. Ich würde sagen, einen können wir umlachsen. Ja, komm, der Schwächste. Der Schwächste fliegt. Der Schwächste im Wurf. Wer war denn das nochmal? Der Schwächste fliegt, war doch so eine billige Sat1-Serie. Das war irgendeine komische Gaming-Show, ja. Hieß die nicht sogar, der Schwächste fliegt? Ja, genau. Deswegen komme ich also. War sogar der Name, ne? Digga, bewegt war euch! Das Spielprinzip, das war auch der Name. Ich glaube, einer hat sich da so reingebackt. Kommt doch einfach mal alle her, ihr kleinen Saftflitschen. Ja, jetzt sind sie auseinander. Oh, fucking yeah. Klatsch ihn. Der hier ist das, 151er. Der hat wahrscheinlich so richtig... Digga, ein Pfeil von hinten und eine Kugel in den Kopf, Alter. Richtig böse. Warte mal hier. Ey! Wie hast du den abgebaut? Gar nicht, das war dein Otter. Nein, Alter. Oh, der kleine Lacho, ey. Also Elf. Mein Otter hat keinen Pulli mehr. Elf. Großartig, dafür haben wir jetzt einen Pinguin umgebracht, Marvin. Ja, vielleicht müssen wir in Zukunft dann die Kinder umbringen, ne? Wir müssen eigentlich schon die Kinder umbringen, ja. Und wir müssen vor allem mal beim Otter einstellen, dass der nicht alles den Scheiß abbaut. Das muss ich auch mal eben machen. Hat bei dem Raptor übrigens gerade nichts gebracht, als ich das eingestellt habe, so Ressourcen einsammeln. Ernteeinstellung deaktiviert Abbau von Rohstoffen. Ja, das hatte ich auch gerade. Deaktiviere, ja. Und was ist das andere? Und deaktiviere Opfer-Items. Ah, das ist das. Das habe ich davor nicht gemacht, okay. Opfer-Items war's. So, okay. Wollen wir noch einen umklatschen? Nee, ne? Nein, wir brauchen jetzt, wobei, wir haben jetzt noch zwei Männer, ne? Ja. Eigentlich können wir, warte mal. Einer kann schon noch. 134 der, und der ist 167, ne? Also, das sind beides Kinder jetzt, glaube ich, ne? Das hier ist? Das hier, hier. Keine Ahnung, der ist jetzt eigentlich dran, ne? Aber der hat eine coole Färbung, muss ich sagen. Halt, stopp, welcher von denen ist das Weibchen? Der hinten, ja. Aber der hat eine coole Färbung. Ja, dann den hier. Warte mal, lass mal kurz schauen, wie die Werte aussehen. 608 und... Zero fucks were given. Digga, hast du den Schrei gehört, Alter? Das hat mir jetzt ein bisschen leid getan. Digga, wie lange baust du denn da ab, Alter? Ja, da gibt jetzt auch ein bisschen mehr. Guck mal, 24? Das ist viel. Digga, so viele Minuten hast du gerade abgebaut, Alter. Ja, aber so 24 schon mal gar nicht so schlecht. Hauptsache, ich bin auch dabei, die Werte abzuchecken. Bam. Aber du hast, also wir haben das Richtige gemacht. Also die Werte sind ja auch eigentlich egal, oder? Also ja, eigentlich schon. Auf was soll ich die Mama skillen? Auf Nahkampfschaden? Auf Ausdauer? Auf Leben? Vielleicht auf Ausdauer, damit sie länger klackseln können. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Nahkampfschaden, oder? Die muss ich wehren, ein bisschen, so. Ja, das sieht doch gut aus und passt doch perfekt. Aber ja, also das nächste Kind ist lieber ein Junge. Digga, wir haben richtig so die umgekehrte chinesische Politik fahren wir hier gerade. Ist echt krass, ne? Alle Männer werden umgeklatscht. Wir wollen die Weibchen haben. Wollen nur die Damen haben hier. Digga, hier ist also auch noch drinne. Irgendein Ordnungsfreak, der das hier sieht, hier. Ordnungsfreak, jetzt bitte mal reingucken. Der dürfte doch hier komplett durchdrehen, oder? Einfach alle rein hier. Warte, nochmal so. Alles auf einen Punkt. Das sieht ja richtig scheiße aus hier. Warum ist denn dein Kühler noch overweight? Ja, Hauptsache der ist overweight von Berries oder was? Ne, von 900 Flint wahrscheinlich. Ich glaube... Ja, ich mach was in der nächsten Folge. Ich mach uns hier eine Garage rein. Hier. Auf dem Wasser. Hier. Ich werde hier so Pillars hochziehen, da baue ich Sachen drauf und dann Abfahrt. Dann mache ich da eine Garage für die Dinos. Das ist aber ein Ausflugspot. Dann lieber hier rechts. Hier irgendwo. Okay, kann ich machen. Schwimme. In die Richtung. Okay, ja, mache ich, weil guck dir das an, Alter. Da krieg ich so ein richtig bisschen Platz. Wobei wir eigentlich gesagt haben, wir machen die Dinos oben hin, ne? Ja, aber dann haben wir zumindest die Möglichkeit, das zu machen. Hier. Wobei wir mittlerweile auch wirklich die Sachen oben lagern könnten, weil wir können ja jetzt mit dem Ziehtool die Sachen auch von oben ziehen. Ist die Reichweite so groß? Also vom Biber oben habe ich gezogen. Nee, vom Doedicus war das. Okay. Habe ich oben geparkt, bei deinem Turm stand der. Konnte ziehen hier unten. So, Muchachos, das soll es heute gewesen sein. Infos habt ihr bekommen. Und
schreibt mal gerne Feedback in die Kommentare und bitte nicht komplett ausrasten, ja? Ja. Und Deko, du darfst am Ende des Tages noch einen Otter auseinandernehmen, schauen, ob wir einen Pelz ziehen können. Warte, Otter 89, warte mal, welches, du bist Weibchen? Nein, Weibchen nicht. Oh, du bist Weibchen, auch Weibchen. Nein. Oh, alles Weibchen. Nee, geht nicht. Warte mal, wen haben wir hier? Warte mal, haben wir nicht noch so irgendwo so einen Kaka oder so hier irgendwo? Stimmt, so... War hier nicht irgendwo das noch? War ja... Oder ist der oben? Baby-Kaka. Ah, hier, Baby-Kaka. Baby-Kaka? Baby-Kaka, hast du das Pech, ein Männchen zu sein? Auch ein Weibchen. Oh. Digga, bei den Ottern aber verkehrte Welt, Alter. Da haben wir nur Weibchen. Die brauchen wir bei den Pinguinen. Ohne Mist, ich werd meinen. Oh, aber warte mal, da kann ich ja jetzt Otto von Bismarck hier richtig in so ein Harem reinstecken, Alter. Ja, ich wollte gerade sagen, meinen kann ich da auch reinstecken. Hä, nee, dein ist auch ein Weibchen. Meine ist auch ein Weibchen, echt? Nee. Stimmt. Otto von Bismarck, aber der soll am Leben bleiben, das war einer der ersten. Ach so, ich hab Harry Otter gerade gehabt. Otter von Bismarck ist meiner. Ach so, okay. Ja, bitteschön. Dann können wir wieder tauschen. Ja, dann kannst du demnächst mal alles durchpaaren, würde ich sagen. Oh yeah, Otter von Bismarck, frisch ans Werk. Machen wir nicht jetzt. Dann können wir schon mal in die Ecke schmeißen, wissen wir beim nächsten Mal Bescheid. Also, Muchachos, Daumen nach oben ballern. Checken wir mal, ob wir demnächst eine kleine Pelzfarm hier aufmachen. Digga, richtige Gräueltaten, die hier passieren in der Hölle hier unten. Daumen nach oben ballern, Muchachos. Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, reingehauen. Küsschen und bye bye.